bisschen putzig. Ja, hallo. Zu einer weiteren Folge hier, Jurassic World Evolution, ja. Gehege mit Hanglage hier so am Berg. Naja, da war ja klar, da müssen irgendwelche witzigen kleinen Dinos rein. Und meiner Meinung nach sind die hier eigentlich ganz passend, ja, mit den anderen zusammen. Die Dryosaurus oder so heißen die. Und Amagasaurus. Und irgendwie sind hier auch noch die mit diesen langen Gigantospino, keine Ahnung, Saurus, sind ja eigentlich auch noch drin. Naja, wie auch immer, ein paar Tierchen sind hier drin, die alle nicht sonderlich groß sind. Und sich da total wohlfühlen an diesem Hang, ja, kann man mal so sagen. So. Aber irgendwie sind wir gar nicht an dem Hanggehege gerade, sondern irgendwie kommen hier scheinbar noch mehr Saurier in den oberen Gehege dazu. Oh ja. War wohl noch nicht voll genug. Ja, so ist es halt. Die sind auch toll, ja? Mit ihrem Hut. Wobei, die Lederstreifen finde ich ja doch arg übertrieben, ja? Ah, okay. Na komm, kann man mal machen, ja. So. Sauropode hier? Das habe ich gar nicht hingeguckt, wie der heißt. Naja, egal. Nicht ganz so groß wie so ein Brachiosaurus, ja. Also. Okay, das hier ist ein Nodosaurus. Dieser Saurier ist scheu und bleibt für sich. Und er hat eine dicke Haut. Er ist das Gegenteil von Owen. Ja, Nodosaurus sieht ein bisschen aus wie diese Minmi, ja. Vertragen sich aber mit dem nicht, haben wir schon probiert. Irgendwie. Aber egal. Oh, jetzt habe ich hier schon ein bisschen Betrieb, ja. Denke mal, da ist jetzt voll genug, ja. Aber guck mal, so von Weitem, ne, mit diesem Fluss, ein schönes Gehege geworden, bin ich der Meinung, genau wie das hier eigentlich mit den Fleischfressern, so ein bisschen steppenähnlich ist. Und hier mit diesem Alamosaurus, großen Tierchen, auch ein schönes Gehege mit der Hotelanlage. Ja gut, wie gesagt, die Gehege sind jetzt eigentlich alle ganz ordentlich. Ja, das erste Gehege, das große auch mittlerweile. Dann geht's hier unten weiter. So, ein Ranger, natürlich, dass der nicht immer von oben irgendwo angekutscht werden muss. Und überhaupt ist da noch ein Problem bei dem Raptoren. Also bei dem Willis-Raptoren da oben. Da irgendwie ist der Weg zu weit von dem Ranger und irgendwie ja, zeigt er andauernd an, dass dort nicht die Dinos geprüft werden und so weiter und so fort. Also ist der Gedanke, dass vielleicht von hier unten der Ranger einfach dann den Berg hochfährt, wenn er da hochkommt. Mal schauen. Und vielleicht hier unten einer, da sieht man es um. Da sieht man schon wieder, die sind nicht geprüft. Die Dimitrodon sind ja daneben und da ist eigentlich der gleiche Ranger für zuständig, weil ich gedacht habe, naja gut, die sind die nebeneinander. Wisst ihr? Beim letzten Mal hatte ich noch gesagt, hab euch nicht gezeigt, wie hier Lampen hingebaut werden. Ja, zeigt doch noch, wie hier ein paar Lampen hingebaut werden. Nein, ein paar waren ja schon da. Das ist auch witzig, denn diese Scheinwerfer sind eigentlich aus der Lagune, ja, aus dem Lagunenbereich. Und ohne Mod könnte man die natürlich hier auch gar nicht hinbauen, aber ist doch super, weil die so praktisch als Strahler genutzt werden, ja. Finde ich cool. Ja, coole Sache. Ja, ist hübsch. Gut, das Ding hier habe ich auch nochmal irgendwann mit etlichen Steinen eingemauert. War so eine Idee, hatte ich nicht aufgezeichnet, aber gut. Sieht eigentlich auch ganz ordentlich aus. So. Der Weg muss dann natürlich wieder ran, ist klar. Na, jedenfalls ist der Ranger oben für die Raptoren da und für die Dimitrodons daneben eigentlich zuständig. Und scheinbar ist er damit auch schon überfordert, weil der Weg zu lang ist oder so. Es ist, wie es ist. Also vielleicht einfach... Genau. Den von unten nochmal hier für die Raptoren und für die Dimitrodons zusätzlich. Ich nehme den anderen noch nicht raus. Vielleicht teilen sie sich die Arbeit so ein bisschen. Kann ja sein. Ja. So. Mal gucken, ob der den Berg jetzt hoch schafft. Ne, schafft er schon.
So, Dryosaurus hier sind schon fertig. Gehen schnell. Oh, da kommt auch ein ganzer. Wir wissen, dass dieses Exemplar namens Dryosaurus in den ausladenden Wäldern lebte, die einst den Planeten bedeckten. Vor unserer Forschung gab es keine Erkenntnisse über erwachsene Exemplare. Es gab nur die versteinerten Jungtiere. Doch jetzt sieht das anders aus. So, jetzt haben wir nämlich Dryosaurus hier. Und ich, also ganz ehrlich, finde ich total hübsch. Süß, knuffig. Was ist da los? Bisschen kränklich. Nein, nein. Das ist gleich wieder. Und da habe ich jetzt auch ein paar verschiedene Farbtöne genommen. Ja. Jetzt wird hier geschaut, wer dazu da passt wahrscheinlich, ja. Genau. Magasaurus. Auch. Zwei verschiedene Farbvarianten. So ein bisschen grünlich und so ein bisschen bräunlich sind die. Ja. Ah, ich habe das auch. Ach, das ist ja ein Gigant. Spinosaurus oder so. Ja. So, da sind ein paar mehr, ja. Aber gut, da habe ich dann glaube ich bloß einmal eine Farbgebung genommen. Na, was haben wir denn da? Den Akten zufolge einen Amargasaurus. Ein interessanter Fakt. Mit seinem langen Hals konnte er die höheren Äste der Bäume erreichen und dort fressen. Steht hier zumindest. Wir werden das wohl rausfinden, oder? Ja, ist ein schönes Tier, muss man ganz klar sagen, ja. Und, ja, ist nicht zu groß, ja. Also ich habe die ganze Sache hier ein ganzes Weilchen beobachtet, so am Hang. Beim Gigant Spinosaurus ist der Name nicht Programm. Versteh mich nicht falsch, er ist schon groß. Aber nur mittelgroß. Achte einfach auf die Stacheln an den Schultern. Die hauen rein. Mal. Gigant Spinosaurus, okay. Ja, habe ich auch ein bisschen alles recherchiert, dass die sich miteinander vertragen, die drei Sorten. Mehr kommen da auch nicht rein. Und ja, wie gesagt, die krabbeln da teilweise an den Bergen lang hoch. Ja, funktioniert super. Ja, klar, meistens halten sie sich dann unten am Wasser auf, was auch schön ist, weil da sieht man sie dann wenigstens, ja. So, oben kommt ein großer Zaun hin, also macht vielleicht Sinn, ja, in diesen Bereichen, wo jetzt eh kein Publikumsverkehr ist, da kommt ein großer Zaun hin. Hier im Seitenbereich und unteren Bereich bleibt so ein flacher Zaun. So. Auf dieser Seite kommt ja auch noch so ein Hanggehege, ja. Und da sollen ausnahmsweise mal, was heißt ausnahmsweise, da kommen kleine Raubsaurier rein, und zwar die hier schon lange, lange überfällig sind, nämlich die Dilophosaurus. Ja? Jeder, der den ersten Teil kennt, der weiß ja, dass so ein Dilophosaurus eine ganz besondere Rolle gespielt hat. Und von daher, also des Films, ja, nicht des Spiels, der erste Teil des Films, bin ich natürlich. Ja, auf jeden Fall kommen hier die Dilophosaurus rein, und zwar nur diese und dafür aber ein ganzer Schwung. Also ich denke mal so 20 bestimmt. Mal schauen. Ein einfacher Elektrozaun sollte da reichen. Und mal sehen, vom Platz her soll es auch funktionieren. Mal schauen. Oh ja, möglichst gerade. Unten muss natürlich auch Wasser hin. Jedes Lebewesen braucht ja irgendwie ein bisschen Wasser. So ist es halt. Also Aussichtsplattform etc. kommt natürlich erst viel, viel später. Wenn ich unten bei dem Bereich dabei bin und guck, dann schaue, wo die Wege lang gehen und dann also ja. Der Ranger-Posten, der soll jetzt nicht unten hin, weil der nämlich hier bedient werden soll noch von dem Ranger, der da oben ist. Mal sehen. Ich hoffe mal, der fährt da den halben Berg runter ohne Probleme. Mal gucken.
Genau, hier kann man nämlich 3 einstellen. 3 Fahrzeuge und dann kann man ja mal einen daneben dafür. So. Der soll hier rumfahren, genau. Ja, jetzt beobachte ich das Ganze mal, ob das auch funktioniert. Ja, nicht, dass der den Berg da nicht hochkommt oder nicht runter oder wie auch immer. Runter rast er wie wild, funktioniert erstmal. Boah, ja. Ja. Boah. Etwas mühselig, aber er schafft es letztendlich. Ein bisschen kommt der, setze ich den, glaube ich, nochmal um den Ranger-Posten. Ein kleines Stück höher, dass er nicht ganz so langen, dramatischen Weg dort hat. Aber bis heute hat es funktioniert. Ja. Quält sich den Berg dort hoch immer mehr. So wie, ähnlich wie bei dem anderen Gehege. Bisschen Wasser. Ah, die brauchen, glaube ich, ein bisschen mehr Freiraum. Also da sollten eigentlich nicht so viele Bäume hin. Na, wollen wir nachher schauen. Ob der Ingo da alles richtig gemacht hat. So, hier so eine Felswand ist auch mal schön. Warum ist das eigentlich immer dunkel? Komische Sache. Naja. Ja, so Gräser. Aber auch diese Gräser oder die Pflänzchen am Boden sind irgendwie nachher da und wenn der Freiraum eng wird, da muss man auch von denen ein bisschen wegnehmen. Denn auch das gehört zu Freiraum dazu. Überall so Büsche und so ist auch nicht toll. So, wo sind sie denn? Da. Gut, die üblichen Einstellungen. Ja. Ewig sowieso, aber gut, da die ja alleine bleiben werden in ihrem Gehege und die Erne auch sowieso in der Gruppe leben, gut. Ist eigentlich nur die Farbe jetzt erstmal entscheidend hier, dass wir da ein paar unterschiedliche zusammenbasteln. Gut, das ist ja fix, ja. Naja, ein Stück, da mal los, ja, mal schön, mal schauen. So, noch mal eine andere Farbgebung vielleicht. Boah, ist nicht sonderlich schön, ja. Aber ob es auch anders. So, noch mal. Noch mal 8. Jetzt sind die schon wieder pissig da. Aber so. Ich mich daran erinnern kann, kommen naja sogar noch mal 8 dazu. Also wie auch immer. Ja. Und Futter. So, jetzt wundert es mich nämlich, dass dort oben einmal Strom angezeigt wird. Ja, der Zaun ist jetzt fertig ringsrum und schon ist ein Stromproblem da. Und da mir jetzt erstmal nichts anderes eingefallen ist und diese Doppelzaungeschichte ja mir sowieso nicht so gefallen hat und die Ecke hier vor mit den Bäumen ist eh umsonst und von daher ja, wird erstmal wieder abgerissen und hier vielleicht irgendwie ein Kraftwerk mit hin platziert, ja. Ja, die Bäume erstmal weg, dass wir ein bisschen Durchblick haben hier. Ja, diesmal so ein bisschen moderneres hier. Ein bisschen abwechseln muss ja auch mal sein, ne? Ja gut. Wunderbar, wird alles verbunden. Nun muss es bloß noch fertig sein und dann... So, nun wird dieser ganze Ranger-Bereich natürlich gleich um diese Ecke hier vergrößert und dann kann der hier ins Gehege direkt von da reinfahren. Macht ja auch Sinn. Mit diesem Doppelt- und Dreifach-Tor hier war eh Quatsch, ja.
Ja. 84%, das stimmt immer irgendwas nicht, ja. Beute 1 von 2. Mhm. Da sollte man nochmal Beute hin. Beute. Jetzt steht Beute 1x1 nur da. Sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Na gut, auf jeden Fall braucht man hier ein bisschen mehr Freiraum. Ja, scheinbar. Genau, und jetzt kommen gleich nochmal welche dazu. Nochmal 8, dann haben wir nämlich 24 hier drin. Ist hier richtig Betrieb. Gut, ja. Der Weg ist hier noch nicht wieder angeschlossen, wenn ich mich erinnern kann. Na gut, da muss man halt diese Sache hier wieder ein bisschen neu dekorieren. Ja, so ist es halt. Aber gut, da war jetzt nicht so dramatisch viel hingebaut. Da waren so ein paar Container, wie man jetzt hier sieht, und ein paar so Sachen. Also alles sehr überschaubar. Ja, die Käfige, die nehmen wir mal schön Platz weg. Die kann man schön als Deko nehmen. Ja. Ja. Und immer ein Haufen Krempel. Ah, es gab da einen Kutsch, ja. Naja, langsam, aber sicher füllt sich diese ganze Fläche auch wieder. Ja gut, und alles muss man ja auch nicht immer füllen. Er kann ja auch mal ein bisschen Platz bleiben, ja. Ja, ein bisschen Kleinigkeit, oder? Muss auch mal sein. Es kommt auf die Details nachher an, letztendlich. Das müssten sie ja alle langsam ausgeliefert sein, ja? Die Sau, ja. Ja, sieht ganz ordentlich aus. Gut, die Mauer jetzt hier. Genau. Da kann man ja noch ein bisschen dekorieren, um die nicht so sichtbar zu haben. Das macht vielleicht auch Sinn, ja. Sich da den Berg hoch, ja, aber funktioniert irgendwie. Ja, den Bereich, den lassen wir so ein bisschen frei dort. Das ist ja noch ein kurzer Blick ins Gehege geworfen werden kann von der Ranger-Tour, von der Parktour hier. Aber die rennen hier oben sogar lang. Das ist doch toll. Es fehlt wieder Wald. Also verrückt, ja. Freiraum funktioniert noch, ist knapp, aber funktioniert noch. Ist schon wieder dunkel. Hm. Ja, aber sieht meiner Meinung nach eigentlich ganz ordentlich aus. Und ein bisschen mehr Platz ist jetzt hier oben auch. Ja. Da rennen sie umher. Gut. Aber man hat ja gesehen, auch oben sind sie vertreten. Und am Hang rennen sie auch manchmal hoch und runter. Also eigentlich fühlen sie sich hier
Pudelwohl. Das ist ja auch noch einer. Ja, so die Textur von diesem Felsen darunter sieht auch sehr ordentlich aus, gerade jetzt bei diesem Licht. Kämpfe. Ja, schauen wir mal, was als nächstes passiert hier bei meinen Videos. Bin mir noch gar nicht so sicher. Schaut einfach beim nächsten Mal wieder mit rein und dann gucke ich mal, wo es weitergeht. Wahrscheinlich ja dann wohl hier so im unteren Bereich des Parks. Macht da wahrscheinlich Sinn. Das ist richtig Stress da, ja. Ciao, ciao.